So, meine Lieben, ich habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein einfaches, kleines, gemütliches Quatschvideo. Ja, und deswegen treffen wir uns wieder mit Rosenrot. Ich bin jetzt hier übrigens schon beim dritten Knäuel. Wir haben schon sehr, sehr viel Rosenrot. Das musste jetzt ein paar Tage pausieren, weil ich erstmal unser Mystery fertig gemacht habe. Der vorletzte Teil vom Mystery ist jetzt geschnitten und läuft gerade rüber. Und wenn das fertig ist, schneide ich dann den letzten Teil. Und dann wartet das nur noch auf euch. Dann ist das nämlich soweit auch alles fertig und schick. Ja, ich hoffe, ihr kommt gut zurecht mit den aktuellen Lockdown-Maßnahmen. Bei uns, wir haben ja jetzt gerade alle Kinder zu Hause. Deswegen kam jetzt auch die Socke am Freitag, weil das mit dem Frühveröffentlichen ab und zu schon etwas schwierig ist, wenn man alle Kinder zu Hause hat. Ich versuche es aber trotzdem wieder früh hinzukriegen. Irgendwo gefällt mir das selber nicht, wenn das so spät kommt. Deswegen werde ich das dann doch wieder gucken, dass ich das früh hinbekomme. Im Community-Bereich hatte ich am, ich glaube, Donnerstag das angekündigt gehabt, dass die Socken erst abends kommen. Ich weiß nicht, ob ihr es alle gelesen habt. Auf jeden Fall schaut bitte mal regelmäßig in den Community-Bereich. Weil da kriegen, ja, da kommen alle Sachen rein, da kommen Umfragen rein, da kommen wichtige Sachen rein. Da halte ich euch eigentlich immer auf dem Laufenden. Ich verlinke euch den Community-Button mal unten in die Infobox, weil vom Handy aus erreicht man den ziemlich schwierig. Wenn ihr am Rechner schaut, dann müsst ihr nur auf den Kanal gehen und der dritte oder vierte Button, da steht Community. Das ist dann der Community-Bereich. Aber wie gesagt, ich verlinke ihn euch mal unten in die Infobox. Und da könnt ihr dann auch mal drauf schauen. Da ist zum Beispiel auch eine Umfrage über die Musik drin. Ob mit Musik, ob ohne Musik, wie ihr die Videos gerne haben wollt. Im Moment schneide ich sie ohne Musik, weil jetzt gerade doch schon sehr viele dafür gestimmt haben, dass ich die Musik rauslassen soll. Es haben zwar mehr dafür gestimmt, dass mit Musik, wenn sie ganz leise ist, aber es hat mich ehrlich gesagt wirklich überrascht, wie viele sagen, nee, lass das Gedudel weg, das brauche ich nicht, das lenkt mich ab. Und wenn das wirklich so viele sind, die sagen, nee, lass das weg, ich will ja keinen vor den Kopf stoßen, dann lasse ich das einfach weg. Ich meine, mir spart es Arbeit. Ich muss mir da nicht mehr die passende Musik für das Werkstück aussuchen oder so. Also mir spart es Zeit. Und wenn es euch nervt, na mein Gott, da haben wir doch beide was von. Mir spart es Zeit und euch nervt es nicht mehr. Wenn die, die jetzt an der Umfrage noch nicht teilgenommen haben, noch dran teilnehmen wollen, schaut in die Community rein. Da könnt ihr noch euer Ja oder Nein abstimmen. Aber im Moment sitzen es wirklich sehr viele, die sagen Nein. Also von denen, die mitgemacht haben, noch ein gutes Viertel. Hat mich wirklich überrascht. Ich habe gedacht, es wären vielleicht nur ein paar, ja, eine Handvoll. Aber wenn man das so hochrechnet, kommt da einige Stimmen zusammen. Also lasst ihr auch mal bitte noch euer Abstimmungsergebnis da. Sollte sich dann herauskristallisieren, dass es wirklich nur eine Handvoll ist, dann machen wir es weiter so. Bleibt es aber dabei, dass es wirklich so ein gutes Viertel ist, dann lasse ich die Musik einfach raus. So, jetzt mit den ganzen Kindern zu Hause. Wie läuft das gerade bei uns? Also, die Großen, die haben Homeschooling. Die sitzen jeden Tag da und machen ihre Schule. Und das läuft eigentlich ganz gut. Ich muss da nicht großartig schimpfen oder irgendwas. Das läuft. Die setzen sich von alleine hin, machen ihren Kram und dann ist das gut. Was ich schön finde, was die Schule vorher im letzten Lockdown nicht gemacht hat, ist, sie machen jetzt mehr Videokonferenzen. Das heißt, die Großen sitzen an ihren PCs und haben dann im Prinzip Videounterricht. Das ist eine ganz coole Geschichte. Weil so haben sie trotzdem noch ein bisschen Kontakt zu den anderen. Haben wir noch den Lehrer parat, wenn irgendwie Fragen sind, kann man die dann besser fragen. Vorher ging das immer alles per E-Mail und da hat man dann manchmal wirklich 1, 2 Tage gewartet, bis dann mal eine Antwort gekommen ist oder
Ja, das war nicht so prickelnd. Jetzt so gefällt mir das wirklich um einiges besser. Ja, meine zwei kleineren, die Kindergartenkinder, die machen jetzt auch so eine Art Schule. Die lernen auf spielerische Art und Weise Englisch. Es geht dann über englische Trickfilme, englische Spiele. So halt ein bisschen auf spielerische Art und Weise. Und ich bin echt erstaunt, wie schnell die das in den Kopf kriegen. Wenn ich dran denke, was wir Großen da für Probleme haben, das Englisch zu lernen. Also meins ist total eingerostet. Ich kann mit Ach und Krach ein paar Pommes auf Englisch bestellen und das war's dann schon. Mein Mann sitzt jetzt auch da und lernt ganz fleißig Englisch, finde ich ganz toll. Kann man ja immer mal gebrauchen. Nö, und die Kleinen machen es jetzt gerade auf so eine spielerische Art und Weise, was wirklich richtig schön ist. Und ich staune wirklich darüber, was die Tag für Fortschritte machen. Wahnsinn. Ja, und ansonsten stehe ich mit Pippi ganz viel da und wir sind am Backen, weil die macht früh die Augen schon auf und fragt gleich, ob wir eine Runde backen wollen. Da haben wir, ach, was backen wir alles? Brot, Brötchen, Kuchen. Letztens haben wir Muffins gebacken und die Maus durfte bestimmen, was drauf kommt auf die Muffins und Mama hat es gemacht. Ich blende euch mal ein Bild ein. Also wie ihr seht, so ein Zuckerarzt dürfte diese Muffins nicht sehen, der würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Das Gelbe, was ihr da drauf gesehen habt, das ist Buttercreme und das Weiße ist Schneewittchencreme. Also reine Fett- und Zuckermischung. Ich kann nur hoffen, dass bald die Kita wieder aufmacht, weil ansonsten habe ich wirklich in dem Lockdown 3 Kilo zugenommen. Ich wollte eigentlich abnehmen und nicht drauf futtern. Aber sie backt halt gerne. Sie ist so eine richtig kleine Mama und sie backt. Gut, natürlich, sie nascht auch. Am liebsten die Teigschüssel. Da sitzt sie dann da und ist dann nur am Teignaschen. Aber backen ist auch ihr Ding. Ja, und dann verköstigt sie uns mit dem ganzen Zeug. Also geht uns dann richtig auf den Keks, dass wir ihren Kuchen und ihre Muffins essen sollen. Auch wenn wir wirklich schon gegessen haben und es einfach wir halben Zuckerschock kriegen, müssen wir trotzdem noch eine essen. Die ist da ganz dolle hinterher. Und dann unser Großer, der hat jetzt Star Wars für sich und Super Mario. Das spielt er auch total gerne. Mario World, Mario Land, irgendwie so heißt das Zeug. Da spielt er dann mit seiner großen Schwester auf der Wii und das Star Wars auf der normalen Konsole. Aber der hat total momentan diese Welt für sich entdeckt. Ich denke mal, da haben diese Cars, diese Autos da jetzt ein bisschen ausgedient. Jetzt gehen wir ein bisschen in die andere Richtung. Ja, wie ihr seht, es ist schon ganz schön viel Rosenrot. Ich kann ja gleich mal nach der Nadel mal messen. Also ich habe jetzt hier das 1,20er Seil drauf plus das 80er. Ich habe mir das jetzt schon gekoppelt, dass ich dann beide Seile drauf habe. Aber wir messen gleich mal nach, wie weit ich eigentlich da schon bin. Das möchte ich nämlich gern selber auch mal wissen. So, bin ich durch. Einmal gerade machen und Maßband. Ja, ich habe hier immer noch meinen schönen bunten Kasten. Den kennt ihr bestimmt noch aus dem Test. Hier oben habe ich jetzt meine Maschenmarkierer drin. Hier unten Maßbänder, so kleine süße. Na, Knöpfe sind das nicht direkt. Das wird aufgenäht oder aufgeklebt
mit Textilkleber, so richtig schöne kleine Schneeflocken, die glitzern ganz toll. Und hier unten habe ich so Washi-Tape drin. Ja, muss ja hier ganz viel Washi-Tape. Und halt auch davon eine. Muss ja sein, ne? So, Maßband wollten wir. Das kleine Buch, was mit dazu war, das ist immer noch unbeschrieben. Das lasse ich da immer noch so stehen. So, schauen wir mal, wie lange wir jetzt schon sind. Moment. Na gut, 1,41 haben wir jetzt schon. Also ein bisschen, was brauchen wir da noch? Ich will das so gucken, dass ich das so auf 2,10 hinkriege. Dass das dann einfach auch schön tragbar für uns Erwachsene ist. Aber maximal nach dem dritten Knäuel war es das, weil mehr Wolle habe ich dann davon nicht mehr. Dann ist die alle. Also sprich, den Rand werde ich dann jetzt bei dem Tuch in einer anderen Farbe machen müssen. Mal nicht wie bei dem ersten, was wir davon hatten. Da hatten wir das ja in derselben Wolle. Das zeige ich euch dann noch. Das Tuch haben wir nämlich auch noch. Marzi trägt das total gerne. Und hier werde ich dann, ich weiß nicht, vielleicht braun nehmen oder ich weiß es noch nicht. Könnt ihr mir mal sagen, was denkt ihr, was passt ganz gut dazu von der Farbe her für den Rand? Also ich bin mir da echt noch ein bisschen unschlüssig. Noch ein bisschen ganz stark. Weil wir haben ja hier, wir haben Rot dabei, wir haben Creme dabei, wir haben Brauntöne dabei. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ups, jetzt hat es gewackelt. Entschuldigung. Ich weiß wirklich noch nicht, was wir da jetzt so als Randfarbe nehmen. Aber lasst es mich mal wissen. So, nebenbei habe ich wieder ein bisschen gezeichnet. Ich glaube, das interessiert euch auch mal. Weil, das will ich nämlich mit euch abhäkeln. Moment. Das wäre dann so. Das ist dann, ne, auch wieder so eine Art Tischläufer. Der wird circa doppelt so breit wie die drei Herzchen, nee, die vier Herzchen. Aber nicht ganz so lang. Das ist dann mal ein bisschen was Schmaleres. So, bin ich mir auch wieder mit meinen Nadeln einig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Naja, so das will ich dann jetzt auch noch bald mit euch wieder machen. Aber jetzt erstmal das Rosenrot fertig. Und dann startet ja jetzt auch bald schon das Mystery. Ich bin echt mal gespannt, wie das ankommt, was ihr dazu sagt. In den Videos Mystery ein bisschen nervös wirke ich da. Das hat aber nur den einfachen Grund, es ist mein allererstes Mystery mit euch. Ich habe ja noch nie sowas mit euch gemacht, dass ihr vorher nicht wusstet, um was es geht und ich auch aufpassen musste, wie ich es formuliere und sage. Das ist ja was ganz Neues gewesen, jetzt eine ganz neue Erfahrung. Denke mir, das nächste läuft dann schon ein bisschen lockerer. Aber jetzt in dem erlebt ihr mich echt zwischendurch ganz schön nervös. Gerade wenn das dann Richtung Ende zugeht. Vor allen Dingen ist es ein ganz komisches Gefühl, die Dinge nicht beim Namen nennen zu können. Ich meine, hier sage ich euch einfach, es ist ein Tuch, aber bei dem darf ich es ja nicht. Das ist echt, das ist eine ganz neue Erfahrung. Aber muss man auch mal gemacht haben. Ich hoffe wirklich, dass das gut bei euch ankommt. Ich würde es euch so gerne zeigen, aber leider darf ich nicht. Also wer die Befürchtung hat, weil ihr diese Papierrolle gesehen habt,
wo ich euch davor den Schmetterling gezeigt habe, der noch für Crazy Partners gemacht wird, dass es ein Tischläufer ist, Tischdecke etc. pp. Nein, das ist es definitiv nicht. Ich nehme aber diese Blätter momentan ganz gerne, um da drauf ja, zu entwerfen. Da hat man einfach Platz. Man kann gleich seine Maschenberechnungen mit drauf machen. Und man hat halt alles auf einem großen Papierbogen. Deswegen war das auch auf Rolle. Aber nein, es ist nichts in dieser Richtung. Also wenn ihr da jetzt irgendwie Angst oder Befürchtungen habt, dass ich euch damit sowas komme, das ist es nicht. Wenn ihr jetzt hier zwischendurch ein Kind hört, dann wundert euch bitte nicht. Die sind jetzt zur Mittagsruhe, Mittagsschlafen, tun sie eigentlich fast nicht mehr. Naja, die eine Mausi wird ja jetzt bald schon wieder 4, der nächste wird schon wieder fast 5. Und so richtig halten wir uns gerade für große Kinder und halten nicht viel vom Mittagsschlaf. Also mache ich mit denen wenigstens eine Mittagsruhe, dass sie sich mittags ein bisschen hinlegen, ein bisschen ausruhen. Und da auch nicht ganz rauskommen, weil wenn mal wieder irgendwann Kindergarten sein sollte, da gehen sie ja dann auch wieder mittags schlafen. Und wenn ich sie da jetzt komplett rauslasse, da kommen sie ja gar nicht mehr zurecht. Deswegen wenigstens die Mittagsruhe. So, nebenbei plane ich noch an unserem Wunschbox los. Da haben wir ja das Thema Blumen. Ich tendiere zu so einem Art Blumenstrauß, bin mir da aber auch noch nicht ganz sicher. Also Schaschlikspieße habe ich jetzt schon mal besorgt. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob das wirklich ein Blumenstrauß wird oder... Ach, schauen wir mal. Weil da bin ich mir echt, ich bin mir da noch so unschlüssig. Also an dem Los bastle ich noch. Und wenn wir das Los dann fertig haben, ziehen wir dann auch gleich das nächste. Bin mal gespannt, was das schon wieder wird. An alle, die neu auf dem Kanal sind, das Wunschbox-Los bedeutet, wir haben hier eine Glasdings. Kommen eure Wünsche rein. Das heißt, wenn ihr mal eine Anleitung habt, die ihr gerne haben wollt und euch die wünscht, sagen wir mal als Beispiel, ihr wünscht euch ein Stirnband, ihr wünscht euch eine Leggings. Da wird jetzt gleich jemand grinsen, weil der Wunsch ist wirklich drin. Dann schreibt ihr das unten in die Kommentare. Ich packe das auf kleine Zettel und die gehen da rein. Und dann wird ein Los gezogen und wenn das abgearbeitet ist, wird das nächste Los gezogen. Also sprich, irgendwann ist jedes Los mal dran gewesen. Und so arbeite ich dann die ganzen Wünsche durch. Ich hatte das mal eine Zeit lang, dass Wünsche auf einen Zettel geschrieben worden sind, gesammelt auf einen großen Zettel und dann im Endeffekt, sie wurden nicht abgearbeitet. Und damit das nicht mehr passiert, habe ich jetzt hier die Karaffe stehen. Die steht hier wunderbar auf meinem Schreibtisch. Und ich gucke regelmäßig, dass ich mich an diese Wunschzettel setze. Jetzt haben wir halt den Wunsch Blumen gezogen. Das seht ihr auch unten, wenn ihr auf den Kanal schaut. Das ist ein rotes Bild und da steht ganz groß Wunschbox drauf. Und da seht ihr die Ziehung. Und wenn das dann fertig ist, wird der nächste Zettel gezogen. Ah, zu viele. Na, wenn man am Quatschen ist. So. Moment, du wieder zurück. Hopp, jetzt stimmt's. So, damit ist die Nadel auch fertig. Jetzt kommt wieder die angenehme Nebenbeinadel. Warte mal, da gab es doch noch was, das wollte ich euch unbedingt noch erzählen. Ach, was war das denn? Was war das denn? Was war das denn?
Nee, echt, da erlebt man was, da denkt man, oh, das muss man den Mädels erzählen und dann ist es soweit und weg ist es. Naja, das fällt mir schon wieder ein. So ist es halt, wenn man älter wird, gell? Nee, ich habe hier bei uns in der Gruppe, Mutti-Gruppe, deswegen musste ich jetzt gerade mal so rüber gucken. Wird gerade diskutiert, ab welchen Werten die Kita wieder aufmacht, also in den Gelbbetrieb geht und ab wann nicht. Weil die müssen ja natürlich auch alle arbeiten gehen eigentlich, gell? Aber wenn die Kita auf Rot ist, wie willst du das machen? Das sind ja alles kleine Kinder und die kannst du ja nicht alleine zu Hause lassen. Also sitzen die Mamas dann auch wieder zu Hause und hoffen und bibbern, dass immer bald alles wieder aufgeht. Naja, es ist schon alles schwierig momentan. Da bin ich nur froh, dass es bei uns alles von zu Hause ausgeht. Also wenn ich mir da vorstelle, dass wir dann noch frühs auf Arbeit gehen müssten, ich wüsste gar nicht, was ich mit den Kindern machen sollte. Nee, da bin ich so dankbar dafür, dass das bei uns von zu Hause ausgeht. Ist schon eine irre Zeit im Moment. Anders kann man es gar nicht mehr formulieren. Man hofft einfach nur noch, dass der Spuk irgendwann vorbei ist. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber bei mir ist es so. Einfach nur noch hoffen. So, unser kleiner Minimann entwickelt sich auch immer besser. Also, das ist wirklich, wie schnell der groß wird. Irre. Man kann mit ihm sogar schon richtig schön diskutieren. Ja, nein, geht schon sehr gezielt und man kann da wirklich schon stundenlang diskutieren. Und er findet das so toll. Letztens, da war ich am Kochen, da hatte mein Mann den kleinen Mann auf dem Arm. Kommen Sie in die Küche. Der kleine Schatz guckt in den Topf. Oh, jam, jam. Aber wie süß das rauskam. Wir haben uns so weggeschmissen vor Lachen. Und ab da an durfte mein Mann auch nicht mehr von dem Topf weggehen, weil unser kleiner Schatz musste dabei zugucken, wie das Essen fertig wird, damit er dann futtern kann. Nee, der ist schon niedlich. Also auch wenn die Zeit jetzt momentan echt interessant ist und man manchmal nicht weiß, wie man es machen soll. Aber ich würde keins von den fünf wieder hergeben. Beim besten Willen nicht. Die sind alle irgendwo so süß auf ihre Art und Weise. Auch unseren ganz kleinen Windelpups. Nee, die sind alle, die sind so knuffi. So, dann ist in der nächsten Zeit noch geplant. Ich will einen Seelenwärmer machen. Erstmal so einen ganz einfachen, dass die, die jetzt noch nicht so viel Häkelerfahrung haben, dann auch einen haben. Und dann ein kleines bisschen aufwendiger, dann mit richtigen Muster und sowas. Dann auch noch. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video jetzt hochlade, was ich hier gerade mit euch bespreche. Deswegen kann ich jetzt mein schlaues Buch nicht holen. Weil aufnehmen tue ich es jetzt hier gerade am 2.5. Und ich weiß noch nicht, wann ich das hochlade. So, das Mystery beginnt ja am 5.5., das heißt in 3 Tagen. Da fängt das Mystery dann an. Also sprich, der Mittwoch ist besetzt. Ich werde das hier dann irgendwo dazwischen mal hochladen. Weil die Mittwoche sind jetzt bis in den Juni rein mit dem Mystery besetzt. Das geht insgesamt bis zum 9.6. Genauso wie das Rosenrot, das werde ich dann auch irgendwo dazwischen hochladen. Oder ich muss dann normalen Plan ein bisschen nach hinten schieben, weil ich das Rosenrot eigentlich nicht hinten anstellen möchte. Da wartet nämlich jemand schon ganz verzweifelt drauf, dass das hier fertig wird. Oder ich möchte es auch fertig haben. Ach, und dann habe ich noch eine Sache auf der Nadel. Moment, das muss ich euch mal noch zeigen. Oh, ich ziehe es mal ganz vorsichtig hoch. Ich hoffe dabei jetzt nichts kaputt zu machen.
Gesagt, gehofft und doch verloren. Moment. Sind mir ein paar Maschen von der Nadel gehüpft. So. Und zwar habe ich hier einen kleinen Mädchenmantel. Das, wie ihr seht, das wird in RVO gemacht. Das ist dann das Muster außen. Und hier haben wir so einen wunderbaren in sich gerollten Rand. Das hier ist der Kragen. Und dann so in sich gerollt. Hier ist das Muster nochmal. Hättet ihr da auch Interesse für? Weil dann mache ich nochmal einen zweiten. Weil der hier wird jetzt für meine kleine Püppi. Der kriegt dann auch noch eine kleine Tasche unten dran und natürlich einen Bindegürtel zum Verschließen. Und das wird halt so ein kleiner, ne, Herbstmantel. Hier, das ist die Außenseite. Hier haben wir den Rollkragen und hier dann das Muster. Das ist mal langziehe, so sieht das dann aus. Ein bisschen dehnt sich das Ganze dann noch beim Waschen. Da geht das dann noch mal ein ganzes Stückchen nach unten. Aber jetzt nicht allzu viel. Nee, sagt mir mal, ob ihr das auch, ob ihr dafür Interesse habt. Weil wenn ja, mache ich da nämlich noch einen zweiten. Oder ich mache das Stück wieder auf und wir machen es einfach dann nochmal zusammen. Weil weit bin ich da jetzt noch nicht. Und den kann man ja bei RVO auch wunderbar in alle Größen umdeklarieren. Also sagt mir dann mal Bescheid, ob ihr den Mantel auch haben wollt oder nicht oder wie oder was. Wenn nicht, mache ich den einfach fertig und er kriegt einen Pippi. Oder ihr sagt, oh nee, möchte ich auch haben, sieht cool aus. Dann machen wir das nochmal zusammen, dann mache ich das Stück einfach nochmal auf und wir machen den dann zusammen. Naja, wie ihr seht, es ist noch jede Menge Arbeit. Wir haben noch diese Märchentücher, die noch auf uns warten. Und dann Herbst und Winter muss ja auch schon wieder vorbereitet werden. Ich meine, wir haben jetzt schon Mai. Dann ist es nur noch Juni, Juli, August. Na und September kann es schon wieder kalt werden. Also so viel Zeit ist das auch nicht mehr. So Mitte September, Ende September wird es dann schon wieder meistens schön kalt. Deswegen Herbst und Winter müssen wir ja auch noch bedenken. Also fange ich jetzt hier auch schon an und mache dann schöne warme Sachen. Weil alles braucht ja auch seine Zeit, bis das so fertig ist. Ja, also ihr sagt mir mal Bescheid, ob ihr den Mantel haben wollt. Dann mache ich das Stück einfach nochmal auf. Und wir machen den nochmal zusammen. Bin ich mal gespannt, ob er euch gefällt oder ob nicht. Und ihr schaut mir mal regelmäßig bitte in dem Community-Bereich vorbei. Weil, wenn sich nämlich da mehr hin verirren, muss ich das nicht jedes Mal in dem Video fragen. Sondern ich kann das dann einfach im Community-Bereich fragen. Und dann ist die ganze Kommunikation ein bisschen schneller. So muss ich ja jedes Mal im Video dann das mit euch besprechen. Und dann dauert das Ganze immer ein bisschen. In dem Bereich geht das einfach alles ein bisschen flotter. Ja, wie ihr merkt, das ist hier wirklich heute mehr so ein Quatsch- und mit euch Strickvideo als Planung für die nächsten Sachen. Ich wollte euch nur so ein bisschen erzählen, was so bei uns zu Hause gerade los ist. Und euch diesen dezenten Wink mit dem Zaunfall für den Community-Bereich geben. Dass ihr da einfach ab und zu mal schaut. Ich habe auch schon überlegt, ob ich den Bereich nicht unten in die Infobox Dauer verlinke. Dass wenn ihr dann auf mehr Anzeigen geht, dass ihr dann da immer auf diesen Community-Bereich zugreifen könnt. Auch vom Handy aus, weil ich weiß nicht, wie man vom Handy aus darüber kommt.
Das kann ich euch wirklich nicht sagen. Aber ich denke mal, das machen wir so. Das nehme ich einfach dann in die Automatik rein, wenn ich ein Video hochlade. Und da habt ihr das dann unter jedem Video drin. Da kann man immer mal ganz schnell drauf zugreifen. Und wie viel ist das denn jetzt noch? Moment. Na gut, ein halbes Knäuel habe ich jetzt hier noch. Also ob ich da meine 2 Meter schaffe, bin ich mal gespannt. So, und ihr sagt mir mal bitte, bitte, welche Farbe könnte ich für den Rand nehmen? Ich bin mir so unschlüssig. Ich habe an Braun gedacht, ich habe aber auch schon an Rot gedacht. Ach, ich bin mir so unschlüssig. So, meine Süßen, ich muss das Video jetzt erstmal an der Stelle beenden. Da drüben wird ein kleiner süßer Mann munter. Ich weiß nicht, ob man hört, wie er gerade ein bisschen am Schimpfen ist. Also, ich sag jetzt schon mal Tschüss an dieser Stelle. Wir hören uns dann beim nächsten Plaudervideo wieder. Ich mache jetzt noch dann schnell, erstmal gehe ich rüber, gucke, was er hat. Mache dann noch schnell die Nadel fertig. Ja, und dann beginnt schon wieder unser alltäglicher Wahnsinn, weil die Mittagszeit ist schon wieder zu Ende. Das heißt, die anderen Kleinen stehen jetzt auch bald auf. Jo, und dann geht es mit dem ganz normalen wieder weiter. So, ich wünsche euch jetzt an der Stelle noch einen schönen Tag. Ihr sagt mir mal, ob ihr den Mantel haben wollt oder nicht. Und ich habe hier auch noch jede Menge Tischläufe abzudrehen. Mittlerweile habe ich hier 5 Stück vorgezeichnet. Man muss mich da auch noch entscheiden, ob sie alle abgedreht werden oder ob nicht. Oder wie oder was. Na, oder wir machen das zusammen. Hättet ihr Lust so? Ich meine, da würde ich dann noch einmal ein Video machen, wo ich euch die ganzen Tischläufer zeige und ihr sagt mir, welchen ihr haben wollt. Das wäre auch eine Idee. Da muss ich nicht die Entscheidung treffen. Da trefft ihr sie einfach. Aber ich habe da schon so ein paar Favoriten dabei, die mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Aber ich denke, so machen wir das. Ich denke mal, ich mache dann noch mal ein Video. Natürlich nur, wenn ihr dafür Interesse habt, wo ich euch die Tischläufer zeige. Und ihr sagt mir, welchen ihr haben wollt. Und vielleicht noch in welcher Reihenfolge, dass ich weiß, mit welchen ich dann anfangen muss und mit welchen nicht. Und, ne? Ja, so machen wir das. Okay, also, ich gehe jetzt rüber zu dem kleinen Schatz. Und dann nehme ich euch nachher in die Entscheidung mit. Und ihr müsst entscheiden, welche wir machen und welche wir nicht machen. So, meine Lieben, ich sage dann Tschüss an dieser Stelle und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video wieder.